Momentan bin ich privat nicht ganz auf der Höhe. Ist einfach leider so. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, es war der einzige Schnitt. Ich werde nicht sonderlich viel schneiden können in diesem Video, denn wie man hier schon weiß auf Fleischfarben erkennen kann, Dummheit tut weh. Ich bin der beste Beweis dafür. Hallo, grüß euch, wie geht's? Ich komme gerade direkt aus dem Krankenhaus, ich habe mir den kleinen Finger gebrochen. Der ist durch. Also der Arzt hat mir gesagt, das ist am Sonntag schon passiert, der Unfall. Der Arzt hat mir gesagt, es ist intelligent, dass ich erst jetzt gekommen bin. Jetzt können sie nicht mehr viel machen. Ich hätte schon Sonntag kommen müssen. Es ist zum Teil schon zusammengewachsen. Jedenfalls hat sich mein Knöchel, also der ist vorne, da wo diese Kuppe ist, abgebrochen, hat sich nach hinten geschoben und hat den Knochen verschoben. Dementsprechend, ja okay, den linken habe ich mir auch schon mal gebrochen, deswegen ist das nicht unbedingt das beste Beispiel dafür. Ja, habe ich mir gebrochen. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Das wird euch alle brennend interessieren, kann ich auch verstehen. Ich bin einfach dumm. Also ich muss dazu sagen, liebe Freunde, man merkt es vielleicht an den Videos, man merkt es immer wieder auf Instagram. Schaut auf Instagram vorbei. Ja, das wollte ich noch sagen. Das ist ja das Beschissenste von allem. 4 Wochen lang darf ich jetzt keinen Sport machen. 4 Wochen lang kann ich nicht trainieren. Und wie viele von euch wissen, die auf Instagram dabei sind, Max oben mir, schaut auf alle Fälle vorbei. Ja, bin ich halt momentan komplett im Hustle-Mode, was das Training betrifft. Und das wirft mich eine leichte Etappe zurück. Gerade jetzt, wo ich am Höhepunkt meiner Fitnessleistung war. Aber ich will gar nicht so lange über das Fitness-Thema quatschen. Ich glaube, da haben wir genug Leute im deutschen YouTube-Business, die über solche Dinge quatschen, wie Hantelstämmen und Proteine trinken. Dementsprechend vergessen wir das. Für mich halt mega kacke. Wie ist das passiert? Kommen wir dazu. Ja, Leute, bei mir läuft businesstechnisch gerade momentan sehr, sehr gut. Kann mich nicht beschweren, aber es gibt so 1 bis 2 Dinge, die privat halt momentan nicht so rund laufen. Und wenn man dann in einem Gespräch, das vielleicht auch von Alkohol begünstigt wurde in dieser Situation, dann von Dingen erfahrt, die einen persönlich kurz mal wieder ganz nüchtern werden lassen oder zumindest emotional werden lassen, dann bin ich ein Mensch, der ja, dann relativ prompt reagiert. Und weil ich kein Mensch bin oder ja, sagen wir kein Mensch bin, der anderen Menschen Leid zufügt, versucht er das dann irgendwie anders zu kompensieren und da hat meine Pinnwand darunter leiden dürfen. Ja, ich habe 5-6 Mal ziemlich fest dagegen geschlagen, also so fest, dass ja auch die andere Hand, man sieht, sie hat so ziemlich alle Farben angenommen. Auch diese Mitleidenschaft gezogen worden. Dumm. Leute, lernt aus meinen Fehlern. Ich bin halt nicht unbedingt das beste Beispiel, Freunde. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr impulsiv. Das merkt man auch in meinen Videos immer wieder und so bin ich auch im wahren Leben. Wenn mich etwas aufregt, wenn ich mit irgendetwas nicht klarkomme, müssen einfach die Emotionen raus und in dem Fall hatte ich auch leicht was getrunken und habe mir nicht überlegt, dass das vielleicht nicht die beste Idee wäre, hier mit voller Kraft dagegen zu schlagen, vor allem weil die Korkwand ja nur so dünn ist und dahinter sind ja 2 Meter dickes Gemäuer. Ja, meine Hand hat verkackt, zumindest eine, die andere hat es ganz gut überlebt, aber dementsprechend schlecht war das. Also lernt aus meinen Fehlern, dumm so etwas zu machen, reagiert euch anders ab, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist nicht der richtige Weg. Schneidetechnisch, keine Ahnung, wie es jetzt mit den Videos weitergeht. Also vermutlich werde ich eh noch Videos drehen, aber die werden halt dann, ja, nicht sonderlich gut geschnitten. Also so weit wie halt möglich. Ihr wisst, ich schneide meine Videos selber. Mal schauen, wie das wird. Aber wenn euch solche Videos gefallen, wo ich einfach nur quatsche, ohne Punkt und Komma und es keine Schnitte mehr gibt und ihr seht, wie oft ich mich dann tatsächlich im wahren Leben verrede, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, schnell wieder zurückzukommen, meine Angelegenheiten zu klären, damit solche Dinge nicht mehr vorkommen. Momentan bin ich nicht ganz auf der Höhe, muss ich einfach ehrlich sagen, Freunde. Momentan bin ich privat nicht ganz auf der Höhe. Ist einfach leider so. Manchmal gibt es so Phasen. Kommt man auch damit zurecht. Werden wir schon machen. Freunde, danke fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein Video von mir. Schaut auf alle Fälle auf Instagram vorbei. Ich
mache immer wieder nette Stories. In letzter Zeit vielleicht weniger. Phase, Bruder, Phase drückt, du weißt Bescheid. Aber zukünftig kommt dann natürlich wieder mehr, also schaut auf alle Fälle vorbei. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war's von mir, euer geschundener Maximilian.